Ich bin mit 4 Jahren aus Oromia mit meinen Eltern herkommen, nach Osnabrück. Und da hat sie, mein Vater hat studiert, meine Mutter hat einen Utbilden mogt. Und da wäre ich das erste Mal in Deutschland und da war ich in Kindergarten und da habe ich Deutsch gelernt. Auf schon ich ein Frönha in meiner Heimat, auf dem Dörpen in Oromia, das wäre, lass sie kaputt, sie Norm wäre Andreas Meyer, Ute Lümburger Heid, Ute Hermannsborg, Missionssohn. Und wir haben so eine Sandkiste so umspielt. Also, das wäre sozusagen mein ersten Berühren mit einem deutschen Jungen. Und dann sind wir wieder zurückgegangen. Also, dann habe ich all Deutsch gelernt, neben Teil 173, mit Sössensümtig wären wir hier, habe ich all Deutsch gelernt. Und meine Muttersprache habe ich vergeben. Und dann wären wir wieder zurück und dann ist halt gau Wetter kommen, wie als Kind bist du ja fix wieder an Lernen. Und dann wären wir ob der deutschen Schule, wie mein Oromo wäre nicht so gut und Amharisch konnte ich auch nicht schnacken zu dieser Zeit. Als Kinder wären wir in Kindergarten und in der Schule, hab den ganzen Tag Deutsch schnackt und irgendwann fangst du dann natürlich an, zu Hus irgendwie deutsche Wörter mitzubringen oder bis Buten und schnackst mit den Öllern ob Deutsch und irgendwann wäre dir das peinlich, ob die in Muttersprach oder die in erste Sprache zu schnacken und dann schnackst du Deutsch, wie du willst ja als Kind auch Dotto hören. Und so käme das denn, dass wir dann zu Hus irgendwann dann ob angefangen habt, Hochdeutsch zu schnacken. Und dann wären wir zurück in Äthiopien, Sös oder Söm und Sömtig, und wir habt dann ob Deutsch miteinander schnackt. Und In der Familie. in der Familie, in Äthiopien, muss ich vorstellen. Mein Bruder und ich sowieso, wir habt jemals ob Hochdeutsch miteinander schnackt. Und dann, wir wären ja 3 Jahre dort, und dann käme wieder das Oromo in der Familie reden, wie dann wären wir mit der Verwandtschaft am Eten, und dann wären Onkel und Tanten und Cousins und Cousinen dort. Und dann hätten wir angefangen, wieder mehr und mehr Oromo zu schnacken, und nun ist Oromo die Familiensprache. Also, ich sage immer, Plattdütsch habe ich von meinem Urgroßvater gelernt. Und er ist ja ein ostafrikanischen Plattschnacker. Wie dort, wo ich wegkomme, do, das ist ja die Wiege von der Menschheit. Oromia. Und da gibt es ja auch das Omo-Tal, wo sie die ältesten Menschenknochen von habt. 3,5 Millionen alte Menschenknochen. Und dort findest, da steht ja Omo und Omo steht ja für Reinheit. Auch das Waschpulver ist ja so. Ne? Und dann sage ich immer, dort findest das reine Plattdütsch. Und das habe ich von meinem Uropa gelernt. Wenn die Lü mich fragt, wie viele Lü wundert sich ja, dass ich nur als ein schwatten Kerl Plattdütsch schnacken do. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe keinen Bock mehr, jemals die gleiche Geschichte zu erzählen. Habe ich mir in Geschichte gut gedacht. Und die Lü wundert sich. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin dann als Entwicklungshelfer aus Afrika, aus Ostafrika herkommt, damit die Plattdütsche Sprache wieder lebt. Und das ist das, was ich den Lü erzählen do. Wie viele wundert sich. Aber wenn du die meine Geschichte oder meine Vergangenheit ankicken, da ist dann ich bin oben Dörpen, ob Wussen, im Landkreis Oldenburg in Falkenburg. Ich wäre im Plattdütschen Kinderchor, ich habe im Plattdütschen Lesewettbewerb mitgemacht. Also, und Plattdütsch wäre so ein bisschen auch die Dörpsprache. Und dann gäbe es dann natürlich Wiltrud Schauer, mein Plattdütsche Schulmeister. Und sehr hat sich immer dafür engagiert, dass ich mehr mit Plattdütsch zu tun habe. Und so ist es dann dazu gekommen. Ich war sicher als Lüttenkerl mit Tein, Ölm, Jor nicht auf die Idee kommen, beim Plattdütschen Lesewettbewerb mitzumachen. Also, das wäre irgendwie total fern von mir. Aber sie hätte, hast du nicht Lust, da mal mitzumachen? Ich dachte, ach, warum nicht? Hätte sie mir einen Text utsöcht und hätte mit mir das öft. Und dann bin ich, kann mich noch besinnen, ich bin tofaut von mein Dörf Falkenburg, 4 Kilometer nach Ganakesee loben, habe unterwegs meinen Text lehrt, habe den Lesewettbewerb mitgemacht und bin nach Huskorn. Wir wären Sös oder Söm Schöler, ich wäre der Fofte. Wäre also auch nicht so ein dolles Ergebnis. Aber ich weiß, dass ich doch mitmacht helfe. Ne? Und sie hat mich doch motiviert. Und das wäre so, was in meinem Kopf oder auch in meinem Herzen geblieben ist. Ich habe jümmers ein Draht zu dieser Sprache hat. Und das wäre irgendwie so ein Heimatgefühl. Und Sprache wäre für mich jümmers ein Weg in der Gesellschaft auch Dale zu haben und mitzumachen. Und als ich dann natürlich bin. Dach von der deutschen Einheit am 3. Oktober in der Elbphilharmonie mit Bundeskanzler und Bundespräsident und Bürgermeister und so wieder, ob du Böhn wäre, dann wäre das natürlich für mich hell wichtig,
auch Plattdeutsch mit rein zu bringen, wie die vier wären in Hamburg, in Norddeutschland. Und das ist ein Teil von uns, das ist ja ein Teil von uns Identität. Und ich habe das auch bewusst gemacht, um zu sagen, ein, der nicht hier auf der Welt kommt, ist, der irgendwie vom Wied wegkommt, kann sich hier zu Hus füllen und kann sich hier auch engagieren, mit inbringen und dafür sorgen, dass in Sprach, die eigentlich beinahe ausgestorben wäre vielleicht sogar, einen Beitrag zu leisten, dass diese Sprach wiederlebt und der die Lüben mehr davon hört und das auch als Selbstverständlichkeit dann mit abnimmt. Das wäre nicht so richtig Alltagsspruch, man ob dem Bauernhof zum Beispiel oder wie der Old Lü oder wenn ich bei mir ein Fründe Hus wäre und Oma und Opa wären dort, der hätte den Platz schnackt und so habe ich das mitkriegen. Oder wie ein Bäcker wäre das auch Plattdeutsch. Ja. Dann habe ich das mitkriegen, wenn die Bäcker früh mit dem Kundschop dann auch Plattdeutsch schnackt hätte und so. Dann, also wäre natürlich Alltagssprache, wie die Kinder, wie er Hochdeutsch schnackt. Ein Sprach hätte man mit Identität zu tun, mit Wuddeln, mit Geschichte von ihnen in Regionen. Und darum finde ich das wichtig. Das ist ja ein Teil von den Menschen hier im Norden. Mhm. Und darum ist das für mich auch ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass diese Sprache wiederlebt. Also für mich ist Plattdeutsch auch eine Heimat. Also die Sprache ist mein Heimat. Und ich will auch andere Menschen motivieren, Plattdeutsch zu lernen, die nicht hier auf der Welt kommen sind. Mhm. Weil das ist der beste Ort, auch Kontakt mit den Menschen aufzunehmen und das Land auch zu ihrer Heimat zu machen. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass ich mit Menschen einen anderen Kontakt habe, wenn ich mit die Lü auf Plattdeutsch schnacken darf. Also wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel mit meiner Sendung Jared kommt rum und ich drehe ein in Menschen, die Plattdeutsch schnackt, dann kann ich mit die Lü ganz anders ins Schnack kommen. Ist einfach so. Das ist ein anderen Verbinden. Das geht so weit, dass ich habe zum Beispiel in Südafrika 2007, glaube ich, oder 2008 mit einem Farmer, mit einem Wittenfarmer auf Plattdeutsch schnackt. Ich kann mich vorstellen, dass er mich nie nicht, ob sie einen Hof laden hat, wenn ich kein Plattdeutsch schnackt habe. Also einen schwarzen Kerl in sie Wohnstuf oder in sie Schlaubstuf zu laden und das Hus zu wiesen, dann habe ich ihn nicht mogt. Aber Plattdeutsch hätte uns irgendwie zusammengebracht und er hätte mir so viel vertellt und achter dann hätte er gesagt, Mensch, Jared, du bist ein von uns. Ne? Ich bin natürlich nicht ein von ihm. Ne? Ich habe nichts mit Apartheid-Farmern in Südafrika zu tun. Aber die Plattdeutsche Sprache, der hätte uns irgendwie zusammengebracht und hätte uns die Möglichkeit gegeben, dass wir auf einer anderen Ebene mit uns miteinander schnackt habt. Und ich glaube, das ist das, was Plattdeutsch kann, für mich zumindest. Das gibt Menschen eine Möglichkeit, also zumindest hier in Norddeutschland auch anzukommen, miteinander Kontakt aufzunehmen. Ich weiß, dass Menschen viel Berührungsängste habt, sozusagen. Egal von wecke sieht, ob man da tot gegangen und miteinander zu schnacken. Und ich finde, all ein Moin ist ja irgendwie, wenn du Moin sagst, ist ja all, dann hast du was angenommen, was hier in Norddeutschland so üblich ist. Und ich glaube, das gibt eh nochmal so eine Möglichkeit, sich auch mit der Region hier unten anders zu setzen. Also wenn du sagst, Mensch, Schiedwetter oder wie geil die dat oder was so blöde Schnacks, Kontakt mit den Menschen aufzunehmen. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Tut das hart für die Menschen hier. Die sind ja mitten Mang. Die kriegt ja das norddeutsche Leben mit. Die essen sicher norddeutsche Grünkohl, trinkt norddeutsche Bier oder auch nicht. Oder Kartoffeln und Kohl und was nicht alles. Also die sind ja da, die kriegt das ja mit. Und ich glaube, die Verbinden ist da. Und dann gibt das ja, kannst ja die zwei Wellen, die vielleicht ob im ersten Blick so weit weg untereinander sind, mag es ob einmal, ist gar nicht so weit weg untereinander. Wie das sind ja Menschen, die miteinander zu tun haben. Und das finde ich richtig gut, dass sie so was zusammenbringt, die Lü. Weil an Ende geht das ja irgendwie Menschen. Und dass wie miteinander in Verbindung kommt. Und dass wie was voneinander lehrt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die norddeutschen Lü und Münster was von einer türkischen Gemeinde lernen könnt. Und umgekehrt. Weil dann kommt sie in Dialog und sagt, Mensch, kick mal. Die Türken sind ja gar nicht so, als wie das Dach hebt. Oder die Neumünsteraner sind gar nicht so, als wie das Dach hebt. Das sind ja, gibt ja viele Sorgen, die wir auch so machen können. Und so entsteht ein Verbinden, vielleicht Freundschaften oder was auch immer. Und das ist ja das, was wir ähnlich wollen miteinander. An Ende sind wir Menschen.
Das ist das, was wir gemein habt. Und in Düsseldorf passiert ja so viel, was uns untereinander trifft. So viel. Der eine ist hierfür, der andere ist dafür. Der andere denkt das über das, der andere denkt das. Und wenn du nicht ob Düsseldorf sieht, bist du ob der anderen sieht. Aber wir haben nicht so den Blick, ob das, was uns zusammenhält, was wir gemein habt, was für die Gemeinschaft gut ist. Und das ist total wichtig in Düsseldorf, finde ich. Also ich finde, das hat für ein paar Jahren angefangen, dann kam das mit Corona, mit dem Krieg und mit das und das. Wir sind ja nicht wie ein Football, wo du nur unbedingt für die eine Mannschaft wählen musst oder für die anderen, sondern die Kraft und die Energie, die entsteht ja, wenn wir zusammen holen dort. Und wenn wir zusammen holen, dann bist du ja nicht allein, sondern zumindest zwei oder eine große Gesellschaft. Und das braucht wir in Düsseldorf.